Ja, okay. Hallo, wir vom Team Schleswig-Holstein, das ist Fiete Landschof hinter der Kamera, mein Kollege Matthias und meine Wenigkeit stehen hier auf Hof Sieg, um die Bestände zu bonitieren. In nächster Zeit steht bei einigen Beständen das Stadium 31-32 an. Matthias, was kann ich tun, um sicher das Stadium zu bestimmen? Ja, Martin, wir haben heute rumgeguckt und sicherlich ist die erste Orientierung die Saatzeit. Sorte natürlich, Saatzeit. Wir haben hier mal exemplarisch einen Weizen, einen KWS Loft. Der ist am 24. September gedrillt und der kommt jetzt in Stadium 31. Das ist so dieses Stadium, wo wir jetzt die erste Spritzung machen werden. Gegen Septoria, gegen Mehltau, gegen Roste. Zum Beispiel mit einem Revistar Flexity, 1 Liter Revistar, 0,5 Flexity, zusammen mit der Kürzung. Kürzung ganz wichtig, in so einem Stadium 2,1 Liter Zykozil plus 0,5 Prodax für diese Frühsaaten. Das differenziert sich natürlich je nach Saatzeitpunkt und Sorte. Wenn wir jetzt spätere Saaten haben, die wirklich noch in 25 bis 29 sind, das wird sicherlich eine Zeit werden, die dann irgendwann nach Ostern gekürzt werden. Je später die Saatzeit, bedenken Sie bitte, da besteht die Möglichkeit, zum Beispiel so einen Weizen, der Ende Oktober, Anfang November gedrillt worden ist, eventuell da das Zykozil rauszulassen und so einen Weizen nur mit Prodax zu kürzen, um und bei 0,4, 0,5 Prodax. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht aufgrund des Wurzelwerks, was dieses Jahr nicht optimal vorhanden ist durch den vielen Regen im Herbst, dass wir solche Weizenbestände nur mit Prodax kürzen. Dann natürlich auch das Fungizid, das Revi Star plus Flexity damit zu, denn eins müssen Sie auch bedenken, wir haben den ganzen Winter optimale Bedingungen auch für den Halmbruch gehabt und da müssen wir den Weizen schützen, das machen wir optimal mit dem Flexity. Aber Matthias, wenn ich die Pflanze dann aufschneide, um nachzugucken, ob das Stadium sicher erreicht ist, was sind so die Anhaltspunkte, an denen ich mich orientieren kann? Naja, in so einem Jahr wie diesem Jahr achten Sie bitte auf den Halmheber, der zum Teil in den frühen Saaten vorhanden ist. Der ist da und dann nehmen Sie den ersten Knoten und der muss schon um und bei einen guten Zentimeter vom zweiten Knoten weg sein, damit wir Stadium 31 erreicht haben. Um und bei 25 bis 30 cm ist der Weizen dann hoch in dem Stadium, dann ist das Stadium 31, gutes 31 erreicht. Gibt es da Unterschiede zur Gerste oder würdest du es da genauso machen? In der Gerste müssen wir die erste Kürzung wirklich in 31-32 machen, eher zur Tendenz 32. Wenn wir die Gerste zu früh mit Wachstumsregler behandeln, dann ist es so, dass die Nebentriebe doch ein bisschen stehen bleiben. Und da sollten wir schon wirklich Übergang 32 warten. Da ist die Gerste dann wirklich auch eher 30 cm hoch. Das ist dann das Stadium, wo wir mit dem ersten Prodax 0,5 bis 0,7 Prodax in die Bestände reingehen, je nach Sorte. Da schauen Sie bitte in die Anbauberatung oder in die Sortenempfehlung. Und so werden wir dann die T1-Behandlung in der Gerste in der Kürzung machen. Vom Fungizid her, entweder haben Sie vielleicht auch ein Carpalo vorgekauft, ist da unsere Empfehlung 1,2 Carpalo oder alternativ in der Wintergerste 1,2 bis 1,5 Liter Ciriax, eventuell mit einem Mehltaupartner, wenn stark Mehltau vorhanden ist. Okay, Matthias, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg bei den auszuführenden Maßnahmen.